Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Welche Altersgruppe profitiert, welche verliert und wie langfristig sichert die Rentenreform 2020 die AHV? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Prognosen für unser Rentensystem stehen schlecht und zeigen nach oben. Vier Reformen sind seit der letzten von 1997 gescheitert. Bundesrat und Parlament stehen also sprichwörtlich mit dem Rücken gegen die Wand. Am 24. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Reform der Altersvorsorge 2020 ab. Und nach wie vor stellen sich viele Leute Fragen wie: Hat sich die lange Durststrecke gelohnt und haben wir jetzt wirklich die Lösung, die die Sicherung von unseren Renten garantiert? Und wenn ja, für wie lange? Und was würde sie für mich als Junge, als Frau oder als Rentner konkret bedeuten? Antworten darauf diese Woche und das sind meine Gäste. Ruth Humbel, CVP-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau und Mitglied des Co-Präsidiums des überparteilichen Befürworterkomitees. Und bei uns ist auch Regine Sauter, Zürcher FDP-Nationalrätin und Direktorin der Zürcher Handelskammer. Sie ist Mitglied des überparteilichen Gegenkomitees. Grüezi miteinander. Die Ausgangslage war klar. Die Rentenreform, die die AHV und die berufliche Vorsorge fit für die Zukunft machen soll, sie soll auf eine solide finanzielle Basis stellen. Ist das mit dieser jetzigen Vorlage gelungen, Frau Humbel? Ja, ganz klar ist es gelungen. Man hat eine Stabilisierung bis ins Jahr 2030. Also das heisst, die AHV kommt nicht ins Defizit mit dieser Reform. Und gleichzeitig tut man aber eigentlich auch das Rentenniveau halten, wie man das versprochen hat beim Scheitern der letzten Reformen. Nämlich durch die Senkung des Umwandlungssatzes in der zweiten Säule gibt es Renteneinbussen. Das war eigentlich einhellige Meinung, dass man die kompensieren muss. Dass die Leute eben die gleiche Rente werden im Portemonnaie haben. Und das ist mit dieser Reform gelungen. Also die lange Wartezeit hat sich gelohnt. Wir haben eine gelungene Reform, Frau Sauter. Nein, das ist keine Reform, sicher keine Reform, die den Namen verdient. Sie haben es gesagt, das Ziel war, dass man unsere Altersvorsorge auf ein sicheres finanzielles Fundament stellt. Und das ist nötig, gerade bei der AHV. Stattdessen geht man an und baut die AHV aus. Es kostet mehr. Man verschiebt das Problem in der AHV lediglich um 5 Jahre. Man baut nicht bloß aus, sondern man führt sogar etwas Ungerechtes ein, indem man nur neue Rentnerinnen und Rentner an dem Ausbau lässt teilhaben, die bisherigen nicht. Und zahlen muss das die nächste Generation, diejenigen, die ab 2030 berufstätig sind. Und das ist aus unserer Sicht ungerecht. Also, wir haben beide schon ganz viele verschiedene Bereiche angesprochen, die in dieser Reform verpackt sind, Frau Humbel. Aber vielleicht gleich zuerst. Sie haben selber gesagt, gesichert bis 2030. Jetzt würde man sagen, so von außen daran hergeschaut, jetzt haben wir so lange daran herumgebastelt und doktert und einen Kompromiss gefunden. Und jetzt langt es gleich nur bis 2030. Hätten wir jetzt nicht eine längerfristige, eine nachhaltigere Vorlage verdient? Jetzt erst mal kurz zurückblicken. Von 1947 bis 1995 haben wir 10 AHV-Revisionen gehabt, also alle 5 Jahre einen Reformschritt. Jetzt haben wir immerhin eine Perspektive bis 2030, wo der AHV-Fonds ausgeglichen ist. Dazu muss man einfach sagen, dass jede Reformvariante, die man gehabt hat, auch die, die Frau Sauter bevorzugt hat, wäre der AHV nach 2030 ins Minus gekommen. Es ist keine Reformvariante da, die bis 2045 uns einfach den AHV-Fonds sichert. Das gibt es einfach nicht. Und wenn wir gesagt haben, wir werden in der zweiten Säule die Ausfälle kompensieren, dann ist das jetzt ein Teil Kompensation über die AHV-Erhöhung von 70 Franken, wo man auch mit 0,3 Lohnprozent zahlt. Darum ist es auch logisch, dass künftig alle Rentnerinnen und Rentner das bekommen, aber bisherige Rentnerinnen und Rentner nicht, weil die ja nichts verlieren, die müssen nichts daran geben. Das Modell einfach von der Frau Sauter wäre alles kompensiert gewesen in der zweiten Säule. Das hätte insgesamt genau wir, gleich viel gekostet. Letztlich haben wir immer um Kosten. Erklären. Also, Sie sagen, Frau Humbel sagt,
alle 5 Jahre eine Reform. Das haben wir jetzt halt nicht hergebracht. Jetzt haben wir eine, die bis 2030 schafft. Es gibt gar nichts, wo länger funktionieren würde. Es gibt gar nichts, das auf dem Tisch liegt. Also das Argument, dass man früher häufiger reformiert hat und jetzt schon lange nicht mehr, ist keins. Also wir ja nicht, machen nicht Reformen um der Reform willen, sondern jetzt ist es wirklich darum gegangen, dass man das System muss stabilisieren muss. Und uns war wichtig, Frau Hummel hat gesagt, es gibt die AHV, die erste Säule, es gibt das Pensionskassensystem, die zweite Säule, und beide haben Handlungsbedarf. Und uns war ganz wichtig, dass man beide separat auf ein solides Fundament stellt, weil beide haben das nötig. Und in beiden gibt es Handlungsbedarf. Und das findet jetzt hier nicht statt. Man sagt, ja, man schaut jetzt mal bis 2030, aber man sieht genau, dass man mit dem, was man jetzt gemacht hat, eben das Problem nach 2030 noch verschlimmert. Also in der Anfang kann man sagen, es ist, als würde man in einem brennenden Haus noch zusätzlich einen Brandbeschleuniger reinleeren und das Feuer wird noch stärker, weil dadurch, dass man es ausbaut, und das kann man sehen, weil ab 2030 werden ein Haufen von den heutigen Babyboomer werden dann in Pension gehen und es wird mehr Leute geben, die dann Rente beziehen. Also der Bedarf wird dann noch viel höher und dann der Zusatzreformbedarf steigt dann einfach exponentiell an. Also Sie würden das Argument nicht gelten lassen, dass man sagt, okay, die Reform ist zwar noch nicht ausgewogen, sie löst das Problem noch nicht, aber wir kaufen uns jetzt ein bisschen Zeit dafür. Nein, wir kaufen uns eben gar keine Zeit. Und da sagen die Befürworter auch, die nächste Reform, die muss 2025 schon eigentlich in Kraft sein, damit sie 2027 greifen kann. Weil ab dann kippt nämlich die AHV wieder ins Minus. Also wir kaufen uns nicht Zeit, aber wir verschlimmern das Problem noch. Und was ich vor allem eben schlimm finde, der Reformbedarf nachher, der ist ausgewiesen. Aber wenn wir jetzt heute ausbauen und die Leute können von diesen Zusatzleistungen profitieren, wird doch nachher, und das können wir, die Frage können wir Befürworter auch nicht beantworten, noch niemand bereit sein, um wirklich einschneidende Massnahmen zu beschliessen, die es dann braucht, um die AHV zu stabilisieren. Also zu dem Ausbau, Frau Hummel, es ist natürlich schon eigentlich, hat es mal geheißen, wir müssen sie sanieren, wir müssen sie sichern, aber von einem Ausbau war nie die Rede gewesen. Und jetzt redet man trotz allem, jetzt tun wir sie nicht nur sanieren und sicherstellen, sondern müssen wir sie noch ausbauen. Also erstens, muss man einfach sagen, da hat uns Frau Sauter nicht beantwortet. Bei der AHV ist jede Variante, die man gehabt hat, nach 2030 ins Minus gekommen, auch eure. Weil das haben wir durch 0,6 Mehrwertsteuerprozent. Also einfach für die AHV, da hat man drei Möglichkeiten. Entweder Renten senken, Rentenalter erhöhen oder mehr Geld. Und da sind wir uns einig gewesen, 0,6%. Und das stabilisiert die AHV bis nach 2030. Bei der zweiten Säule, und das also wundert mich schon ein bisschen, oder? Der Brandbeschleuniger ist nämlich in der zweiten Säule, wo die Umverteilung weitergeht, wo man eigentlich ein Kapitaldeckungsverfahren hat. Jeder muss für sich selber sparen. Da hat man aktuell eine Umverteilung nur im Obligatorium von 1,3 Milliarden. Das heisst eigentlich, die Erwerbstätigen müssen die Rentnerrente, also die aktuelle Rentnerinnen und Rentner, die Rente finanzieren und können für sich selber weniger ansparen. Und wenn man jetzt die Reform scheitern lässt, dann haben wir eine Milliardenumverteilung in der zweiten Säule, die weitergeht. Und die AHV ist bis im Jahr 2025 mit einem Defizit, ausgewiesenen Defizit von 3 Milliarden. Das steigert sich massiv in den nächsten Jahren. Es gibt eine Studie von der UBS, die sagt, dass die Nachhaltigkeit mit dieser Reform verbessert wird. Und es ist völlig klar, bei jeder Reform, das haben wir mehrmals auch diskutiert, jeder Reformschritt braucht einfach in den nächsten 10 Jahren eine nächste Reform. Aber ein kurzer Satz, Frau Humboldt, zu dem Ausbau haben Sie mir jetzt noch nicht beantwortet. Der Vorwurf, dass man sie nicht saniert und nicht sicherstellt, sondern eben ausbaut. Ja, es ist die Teilkompensation, wo man sonst in der zweiten Säule nach dem Modell von der Frau Sauter kostet die zweite Säule 0,7%. In der Variante, die wir jetzt haben, kostet es die zweite Säule 0,4%, 0,3% in der AHV
Und es ist natürlich völlig klar, dass ein grosser Solidaritätsaspekt drin, auch eine Sozialkompetenz. Weil nach dem Modell von FDP und SVP wären eben die gut Situierten wären gar nicht mit betroffen gewesen. Es wäre alles zulasten der unteren Einkommen kompensiert worden. Jetzt ein Einkommensmillionär zahlt jetzt dann pro Jahr 3'000 Franken mehr AHV, kommt dafür 840 Franken mehr über. Aber davon profitieren die unteren Einkommen und natürlich vor allem die 500'000 Frauen, die erwerbstätig sind, aber keine zweite Säule haben. Also gut, es ist etwas für die Frauen, es ist etwas für die unteren Einkommen. Die einen guten Lohn haben, werden mehr zahlen. Überhaupt kein Leistungsausbau. Es ist richtig, auch in der zweiten Säule, bei der Pensionskasse, dort haben wir einen grossen Handlungsbedarf. Also bei der Ausgangslage sind wir uns völlig einig. Wir haben sowohl bei der AHV als auch bei der Pensionskasse einen Handlungsbedarf. Die Umverteilung, die da in der Pensionskasse stattfindet, die ist falsch. Und das muss man beseitigen. Und niemand sagt von uns, wir haben keinen Handlungsbedarf. Reformbedarf ist gegeben. Wir sagen aber, so wie es gemacht wird, ist falsch. Wir wollen auch nicht, dass die Renten sinken in der zweiten Säule. Die Erfahrung haben wir nämlich gemacht. Wenn man der Bevölkerung eine Vorlage vorlegt, die dazu führt, dass es tiefere Pensionsrente gibt, dann sagt man zu dem nicht ja. Das ist klar und das ist auch verständlich. Und darum hat man sich zum Ziel gesetzt, dass das Rentenniveau auch in der zweiten Säule muss können erhalten werden. Und was wir jetzt gemacht haben im Parlament, ist tatsächlich dafür gesorgt, dass das so wird sein. Also man hat definiert, dass eine ganze Generation von Leuten, alle, die heute älter sind als 45, dass die werden keinen Verlust haben in der zweiten Säule, in der Pensionskasse. Und da, wenn ich Sie unterbrechen darf, das finden Sie nicht richtig? Doch, das ist richtig und das langt. Hingegen, was es nicht braucht, sind zusätzlich die 70 Franken bei der AHV. Das ist wie obendrauf. Das hat mit dem nichts zu tun. Da gibt man zusätzlich etwas aus der AHV an. Es ist ein Leistungsausbau, der nicht nötig gewesen wäre. Und wo wirklich, was mich eben speziell stört, die beiden Säulen miteinander vermischt, weil die AHV und das Pensionskassensystem, die sollen selbstständig stehen, für sich stehen, die sind zwei verschiedene Prinzipien und die sollen wir nicht mischen. Also das sind die 70 Franken, Frau Humbel. Also warum sagen Sie oder warum langen Ihnen als Ausgleich nicht die Sicherung von dieser Generation, von dieser Übergangsgeneration, die sagt, okay, die haben die Rentensicherung, warum langen Ihnen das als Kompensation nicht? Warum setzen Sie sich für die 70 Franken ein? Ja, also es geht ja eigentlich nicht nur um die 20-jährige Übergangsgeneration, wo übrigens viel sich selber eigentlich die Lücke anspart. Weil wir haben noch eine Erhöhung von Altersgutschriften bei 45-Jährigen. Die zahlen künftig 1% mehr. Wir haben eine Senkung des Koordinationsabzugs. Das ist eine Vermischung zwischen den Säulen. Da, wenn man mit dem Koordinationsabzug spielt. Also die Leute, die 45 sind und danach Einkommenskategorie, die haben höhere Abzüge, sparen sich selber an, dass sie zu einer höheren Rente kommen. Aber es geht nicht nur um die, sondern man hat generell einfach auch für die Zukunft die Frage, wie kann man ein Rentenniveau halten, wenn der Umwandlungssatz sinkt. Und eben, wenn man alles in der zweiten Säule kompensieren möchte, wäre es auch nicht nur um die 20 Jahre gegangen, sondern das hätte einfach 0,7 Lohnprozent gekostet, das Modell mit Abschaffung von Koordinationsabzug. Unser Modell kostet insgesamt, oder das, was jetzt zur Abstimmung kommt, kostet insgesamt auch 0,7 Lohnprozent. Und es ist halt einfach ein bisschen anders verteilt. Also es ist sozial verteilt, aber wir sind uns alle einig, es braucht mehr, weder nur für die Übergangsgeneration. Mit einer Abschaffung des Koordinationsabzugs hätten eben auch die Generationen nach 20 Jahren mehr eingezahlt in der zweiten Säule. Jetzt hat man auch eine Teilkompensation. Sie zahlen ein bisschen mehr in der zweiten Säule, aber sie haben gleichzeitig eben auch 70 Franken mehr AHV. Übrigens, wir reden Moment, ja jetzt... Lassen wir das gerade... Also die 70%, so wie ich heute verstehe, es kostet gleich viel. Ich mache es einfach ein bisschen anders. Also 0,7%, je nachdem, ob vermischt oder alleine in der zweiten Säule. Also dann ist es kein Zusatz. Also man muss ja klar sehen, das ist ein Linksprojekt. Die ganze Reform, die trägt klar die Handschrift
von zum Beispiel dem Herrn Rechsteiner, Nationalrat aus, Ständerat aus St. Gallen, der Gewerkschafter ist und der auch klar ansteht und sagt, unser Ziel ist es immer gewesen, die AHV auszubauen. Die linke Seite will eine Volkspension in der AHV, das ist ihr erklärtes Ziel. Und von der CVP hat man da mitgemacht. Und der erste Schritt, der soll mit dem jetzt erreicht werden. Und aus unserer Sicht ist das falsch. Unser System mit den drei Säulen hat sich bewährt. Es ist gar nicht nötig, dass man die erste Säule jetzt stärkt zu Lasten von der zweiten. Und genau das ist das, was da passiert. Also das Projekt ist entstanden mit der Christine Negersegi. Das ist eine von der prominentesten Sozialpolitikerinnen von der FDP. Es ist also nicht einfach ein Linksprojekt, sondern es ist ein Projekt, ein Kompromiss, der einem weiterbringt. Ein Kompromiss in der Altersvorsorge kann nicht bestehen, wenn man sich einig ist, freisinnig SVP, Gewerbeverband und Arbeitgeberverband, sondern es sind eben auch linke Kreise, sind Arbeitnehmerseiten, die die Hälfte zahlen. Also es ist paritätisch finanziert, erste und zweite Säule, Arbeitnehmerseite, Arbeitgeberseite. Und nach diesen Erfahrungen, 2010, wo die 11. AHV-Revision schon im Nationalrat gescheitert ist, Senkung vom Umwandlungs Satz, wo wir alle bürgerlichen Parteien dafür waren, sämtliche Wirtschaftsverbände dafür waren. Nur die SP war dagegen und die Bevölkerung hat mit 73% Nein gesagt. Das heisst eben, als ein Kompromiss nur kann zustande kommen, wenn eben auch Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt werden. Aber ist es jetzt nicht, also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, also eigentlich ist es egal, ob es eine linke oder eine rechte Vorlage ist, oder? So wie es jetzt aussieht, präsentiert sich das Rentensystem nicht finanziell gesichert und am Abgrund. Und da muss eine Lösung her, die doch primär, egal ob es links oder ein rechts ist, eine Lösung für die ganze Situation bringt. Ich möchte auf die Frauenfrage noch schnell eingehen. Also man sagt, Frauen arbeiten ein Jahr länger. Das ist eigentlich unbestritten. Da gibt es ganz wenige, die dagegen sind. Das Zusatzeinkommen oder die Zusatzeinnahmen werden aber gerade wieder aufgebraucht durch eben die 70 Franken, die dann im Gegenzug gezahlt werden. Das nützt eigentlich gar nichts, dass die Frauen länger arbeiten. Also die 0, also mit den 70 Franken und übrigens auch der Erhöhung des Ehepaarplafonds wird nicht durch Frauenrentenaltererhöhung finanziert, sondern durch 0,3 Lohnprozent. Also künftig werden Arbeitnehmer, Arbeitgeber je 0,15 Lohnprozent mehr zahlen. Und übrigens würde ich also einfach auch mich dagegen wehren, wenn man immer sagt, das System steht am Abgrund. Das stimmt einfach nicht. Also immer ist das die Generation in der AHV, die für die nächste Generation finanziert hat. Wir haben über 40 Jahre nie Anpassungen gehabt von diesen Beiträgen für die AHV. Wir haben jetzt, sieht man, vor 0,3% je 0,15% Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Und man sieht, für die demografische Entwicklung die Mehrwertsteuererhöhung vor, das ist klar. Aber wenn man einfach so sagt, das System ist am Abgrund, das ist eine Angstmacherei, die uns eigentlich auch nicht hilft. Gut, also es war schon immer das Argument auch gewesen, dass wenn jetzt die Reform nicht kommt, dann fahren wir das ganze System an die Wand. Aber ich will gleich noch bei diesen Frauen... Das bin ich wieder mit Ihnen einverstanden. Da bin ich gleich bei diesen Frauen noch. Also Berechnungen sagen, dass ein Jahr mehr arbeiten gibt rund 1,3 Milliarden und die 70 Franken kosten rund 1,4 Milliarden. Jetzt unabhängig von ihren Lohnprozent. So auf dem Papier sieht das für Bürgerinnen und Bürger aus, okay, da kommt so viel rein, wo können sie sanieren und da geht gerade so viel wieder raus. Also ist es eigentlich ein Nullsummenspiel, plus minus. So sehe ich da genau. Die Frauen sind durchaus bereit, ein Jahr länger zu arbeiten. Ich würde sagen, Angleichung Frauen-Männer-Rentenalter ist heute kein Thema mehr. Es gibt keinen Grund, wieso Frauen sollen das Jahr weniger lang arbeiten. Sie leben auch im Durchschnitt 3 Jahre länger als Männer und beziehen entsprechend länger auch Rente. Aber die Frauen sind nicht bereit, einfach für eine sinnlose Umverteilung mehr zu arbeiten. Also, sie haben gesagt, es entlastet die AHV, wenn die Frauen ein Jahr länger arbeiten, um rund 1,3 Milliarden Franken. Der Ausbau bei der AHV um die 70 Franken, das kostet 1,4 Milliarden. Und es macht einfach unter keinem Titel Sinn, also ein Nullsummenspiel zu beschliessen, das unter dem Strich nichts bringt. Also zum einen muss man festhalten, es ist, wenn auch für die Frauenrentenaltererhöhung bin, übrigens hat man 1947 65 Kassen bei der Einführung von der AHV. Aber so klar ist es nicht. Das Referendum gegen die Vorlage ist von links gekommen, nämlich von linken Gewerkschaften, die
keine Erhöhung des Frauenrentenalters wollen und keine Senkung des Umwandlungssatzes. Also man kann nicht einfach sagen, die beiden Punkte sind klar. Das Referendum ist von links gekommen. Also darum hat man eine doppelte Abstimmung und muss zweimal Ja sagen. Also wenn man das Volk das ablehnt, weiss man eigentlich nicht, wie ist es jetzt zu interpretieren. Ist es zu interpretieren, eben weil gerade eine Erhöhung des Frauenrentenalters kommt oder weil, eben eigentlich die, weil man eigentlich gegen den Sozialausgleich ist von diesen 70 Franken. Und gleich meine, sind vor allem eben auch viele Frauen in unteren Einkommenskategorien, 500'000 erwerbstätige Frauen ohne zweite Säule. Die zahlen natürlich viel weniger ein, als nachher die 70 Franken bekommen. Und so ist es ein gewisser Ausgleich an die Frauen, die länger arbeiten. Also das heisst, Untereinkommen, Teilzeitarbeit wird besser gestellt mit dieser Reform schlussendlich unter dem Strich? Würden Sie das unterschreiben? Das hat mit diesen 70 Franken nichts zu tun. Da geht es darum, dass man will und sollte Verbesserungen im Rahmen des Pensionskassensystems machen. Es ist tatsächlich so, Frauen haben heute eine schlechte, oder viele Frauen haben eine schlechte Altersvorsorge, darum, weil sie eben vermehrt Teilzeit arbeiten, weil sie berufstätig sind mit tiefen Einkommen. Und dort können sie zu wenig ansparen, um wirklich eine gute Pension in der zweiten Säule sich zu erarbeiten. Und da hätte man müssen viel weiter gehen aus meiner Sicht. Da hätte man wirklich jetzt mal müssen dafür sorgen, dass das ganze Einkommen, das man erzielt, nachher auch dazu dienen kann, sich etwas anzusparen. Und da ist man angegangen, weil man plötzlich von linker Seite den Mut verloren hat, sondern wirklich eine umfassende Lösung zu machen und macht jetzt so eine halbpatzige Lösung, die viel Aufwand bringt, viel Administration bringt und letztlich unter dem Strich wirklich nicht die Verbesserung bringt. Also das heisst, Sie hätten gerne eine Lösung gehabt, wo der Koordinationsabzug, wo ja quasi die Limiten ist, ab welchem Einkommen man pro Jahr in die Pensionskasse kann einzahlen kann, nicht nur senkt, sondern dass man einen ganzen Strich. Ja, das ist richtig. Das stellt man fest, dass Frauen, und es sind eben vor allem Frauen, also Leute mit tiefen Einkommen, Leute, die Teilzeit arbeiten, nicht genügend Kapital können erarbeiten können, um eine einigermaßen gute zweite Säule oder eben vor allem eine Rente aus der Pensionskasse zu haben. Und für da hätte man müssen den Koordinationsabzug mal ganz abschaffen. Das heisst, das ganze Einkommen dazu kann beitragen, eine Rente sich zu erarbeiten. Das war eine lange Forderung von Frauenorganisationen gewesen, wo schon lange erhoben worden ist, unter anderem auch von der CVP-Frau. Und ich habe mich überzeugen lassen und wir auf unserer Seite haben uns überzeugen lassen, dass das eine gute Lösung wäre und wir das jetzt einbringen. Und wir haben den Vorschlag auch gebracht. Von linker Seite ist das jetzt plötzlich abgelehnt worden, weil man tausend andere Gründe gefunden hat, warum das nicht so gut sei. Also warum das nicht so gut? Das ist für mich relativ erstaunlich. Das ist der Bundesrat hat genau den Vorschlag gebracht. Und mit der Streichung des Koordinationsabzugs. Ja, genau. Ja. Und das ist von allen Parteien, insbesondere auch der Freisinnigen abgelehnt worden, weil der Bundesrat selber ausgeführt hat, dass das würde ja Jobkosten in den Tieflohngebieten, weil das wären bis über 50% höhere Lohnnebenkosten gewesen, wenn es jemand ehrlich macht. Und dann muss man auch noch den negativen Aspekt, also eben, es ist völlig abgelehnt worden in der Vernehmlassungsverfahren. Also von links wie rechts? Von links wie rechts in der Vernehmlassung beim Bundesrat abgelehnt worden. Und dann muss man eben schon noch ein bisschen tiefer gehen. Wenn dann jemand 22'000 Franken verdient, dann wird es massive Erhöhung. Das ist jetzt Erhöhung. Etwa, sagen wir mal, der Koordinationsabzug. Genau, dann wird es massive Erhöhung geben von den Lohnnebenkosten. Wenn man aber die Eintrittsschwellen eben lässt und sagt, es muss jemand mindestens 21'000 Franken verdienen, dann haben wir natürlich wieder, provoziert man wieder die Ausweichmöglichkeit, dass wieder Arbeitgeber hat, wo die Frauen bis 20'000 angestellt lassen. Dann haben sie wieder keine zweite Säule und sind in der AHV eigentlich auch schlechter gestellt. Also darum muss man eben natürlich immer Gesamtbilanz machen. Wenn man den Koordinationsabzug abschafft, hätte man dann eben auch müssen, die Eintrittsschwelle abschaffen, also dass es wirklich auch bei 20'000, bei 15'000 eine zweite Säule gibt. Und das ist jetzt ja, also einfach wirklich... Vom gesamten AHV einkommen, genau, also das ist jetzt einfach... Da hat gar niemand gewählt, weil bei den tiefsten Löhnen eine zweite Säule machen, ist einfach nicht Effizienz, weil die Kosten viel zu hoch sind im Verhältnis zu, das, zu dem, was man ansparen kann und später auch wirklich eine substanzielle Rente daraus beziehen. Frau Säter, lassen Sie uns noch schnell auf die 70 Franken kommen. Also mal unabhängig, dass es eine Vermischung ist von den beiden Säulen, die Sie kritisieren, ist es ja auch so, dass nicht alle die 70 Franken bekommen. Nämlich so, wie das jetzt auf dem Tisch liegt, die bestehenden Rentnerinnen und Rentner, die uns hier jetzt zuschauen, die kommen nicht in den Genuss von diesen 70 Franken.
Es ist genau so. Es ist ein Zustupf für Neurentnerinnen und Neurentner. Und es ist vor allem etwas, das mit den Gießkannen verteilt wird. Es ist eben nicht so, dass es nur dort wirkt, bei Leuten, die tiefe Renten haben oder dort, wo es wirklich nötig wäre, sondern es kommen das alle über, auch die, die es nicht nötig haben. Und wenn man sieht, Berechnungen führen dazu, eben, was das heisst, an Ausbau in der AHV, bereits 2030 3 Milliarden an Defizit in der AHV, 2035 7 Milliarden. Gut, dann kommt ja die neue Reform. Und das kann man ausrechnen, wie viele zusätzliche Einnahmen dann nötig werden, wo eben dann die Jungen müssen zahlen. Also die 70 Franken sind eine Teilkompensation für die Senkung von der zweiten Säule. Darum ist es logisch, dass nur die neuen Rentnerinnen und Rentner bekommen. Weil, wenn ich meinen Eltern sage, sie haben noch einen Umwandlungssatz von 7,2% oder jetzt 6,8%. Künftige Rentnerinnen und Rentner und bleibt, nur, dass das einfach, haben nur 6%. Das bei ihren Eltern bleibt, wird unattastbar. Genau. Also bei der älteren Generation nimmt man nichts, sie kommen nichts über. Jetzt wird die Rente eigentlich reduziert in der zweiten Säule. Sie würden eigentlich weniger bekommen, aber das passiert genau, nicht. Das passiert nicht, weil man eine Kompensation macht von diesen 70 Franken. Und darum kommen das nur neue Rentner über. Und sind ja auch künftige Rentnerinnen und Rentner, die das zahlen, wir zahlen das mit einem Lohnzuschlag von 0,3%, je 0,15 Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Und darum ist auch der Begriff von der Gießkanne da völlig deplatziert, weil man braucht ja eben die Einkommens gut situierten, nehmen wir wieder den Einkommensmillionär, der künftig 3'000 Franken mehr zahlen wird. Darum kommt er auch mal 70 Franken pro Monat, also 840 Franken im Jahr mehr über. Aber vom System profitiert eben die Person mit dem tiefen Einkommen, weil sie viel weniger einzahlt. Aber wenn sie genug lang einzahlt hat, kommen alle die 70 Franken pro Monat mehr über. Und darum wirkt das natürlich viel mehr bei den tiefen Einkommen als bei den höheren, aber es ist das System der AHV, das uns viel beneidet, weil wir eine ausgebaute Solidarität haben, als man auf dem ganzen Einkommen einzahlt, aber eigentlich nie mehr überkommt als 2'350 Franken. Künftig wäre es dann für Neurentner 2'420 Franken. Übrigens bleibt ja dann die Minimalrente, wird auch noch knapp erhöht. Also wir haben heute schon Spanne von Renten zwischen 1'175 Franken und 2'350. Also wir haben schon sehr ein breites Spektrum von Renten, die alte Leute bekommen. Aber darf ich dann sagen, gerade das Beispiel, wenn Frau Humbel sagt, ihre Eltern haben den hohen Umwandlungssatz gehabt. Gerade in dieser Generation gibt es einen Haufen Rentnerinnen und Rentner, die noch gar keine gut ausgestaffierte Pensionskassen haben, die ganz kleine Renten haben. Gerade die hätten es nämlich auch nötig. Und darum sagen wir, ist es auch unfair. Man gibt den Neuen, die tendenziell wirklich gute Polster haben in der Pensionskasse, gibt man das mit. Und diejenigen, die Älteren, die es wirklich den Bedarf haben, dort, die kommen es nicht über. Und es ist eben genau überhaupt nicht zielgenau. Man kann nicht sagen, die Frauen, die in den tiefen Einkommen tätig sind, denen tut der Zustupf gut, die verbessert es, weil die Männer kommen es über, die Reichen kommen es über, alle kommen es über. Und es kostet eben, wie gesagt, 1,4 Milliarden. Und man gibt das einfach aus, ohne dass man dort etwas erreicht, was wirklich nötig ist. Sie haben nie den Antrag gestellt, dass die 70 Franken auch bisherige Rentner bekommen. Das ist auch nie zur Diskussion gestanden. Aber mit dieser Argumentation könnte man heute gar nie mehr eine AHV schaffen. Weil wenn man ein neues System einführt, gibt es die erste Generation profitiert und ist wesentlich bevorteilt gegenüber denen, die das gerade nicht bekommen. Frau Humbel, was sagen Sie denn all denen, die sagen, ja, es ist so, es ist ein Sozialsystem, die viel verdienen, zahlen mehr ein, aber überkommen am Schluss tun alle gleich viel, aber jetzt bei diesen 70 Franken, warum geht man nicht her und schaut, wer braucht sie wirklich? Der soll sie bekommen. Das kann ein bestehender Rentner sein, es kann eine teilzeitarbeitende Frau sein, aber der Millionär, der es nicht braucht, der braucht es nicht, sondern man gibt es nur dort, wo es wirklich gebraucht wird. Also, es hat früher schon Bundesräte gegeben, die gesagt haben, die AHV braucht Millionäre, aber die Millionäre brauchen keine AHV. Und die AHV muss man beantragen. Also wenn ein Millionär findet, ich brauche die AHV nicht, müsst ihr eigentlich keinen Antrag stellen. Und dann kommt sie auch nicht über.
Aber wenn man ein System macht, wo man Lohnprozent erhebt, dann kann es ja nicht plötzlich unterschiedliche Klassen geben von Rentnern. Dann ist es eben in dem System, dass man zwar auf dem ganzen Lohn einzahlt, aber ein Maximum Rente bekommt. Und wenn wir haben verschiedenste Modelle diskutiert. Abfederung von unteren Einkommen, also 200 Franken Erhöhung von der Minimalrente. Und dann hat man herausgefunden, dass das einfach falsch ist, auch falsche Anreize gibt, Verschiebungen gibt, was dann eigentlich Bezügerinnen und Bezüger auch betrifft. Also wir haben die Varianten alle geprüft. Der Bundesrat selber hat einen Vorschlag auch gebracht, einfach nur Abfederung, 300 Millionen einzusetzen für Abfederung von unteren Einkommen. Auch dieser Vorschlag ist von eigentlich allen Parteien verworfen worden, ist am Schluss nochmal eingekommen. Am Schluss ist eigentlich alles noch einmal gekommen, was in einer früheren Phase abgelehnt worden ist, nur um das System, das doch eigentlich aus einer breiten Parteienkoalition inklusive Freisinniger entstanden ist, abzulehnen. Also da muss ich mal etwas dazu sagen, wenn immer kommt das mit dem Kompromiss, der bemüht wird. Erstens mal ist das im Ständerat gewesen, und zwar noch vor der Erneuerung Wahlen von 2015 hat. Eine kleine Gruppe hat sich da zusammengetan und gefunden, so geht es jetzt. Und das, der Ständerat, muss man einfach auch sagen, ist links geprägt. Und es kann nicht sein, wenn der Ständerat nachher sagt, wir haben jetzt den Kompromiss gefunden, dass es das ist bis zum Schluss. So funktioniert unser Land einfach nicht. Wir haben noch einen Nationalrat, der auch muss mitsprechen, der muss können mit einverstanden sein. Und was wir jetzt hier festgestellt haben in diesem ganzen Prozess, ist, dass die ständerätliche Mehrheit, die links dominiert ist, aus SP und aus CVP, kein Schritt abgewichen ist von dieser Idee, dass man die AHV jetzt ausbauen muss und in keiner Art und Weise auch auf die Anliegen im Nationalrat gegangen ist. Also zusammengefasst, wir haben keine Kompromisslösung. Ich finde, es ist kein Kompromiss, sondern es ist etwas, das durchgestiert worden ist. Frau Sauter hat darauf hingewiesen, als dann das Parlament gewechselt ist. Und dann ist natürlich die neoliberale Dreck mit der SVP und mit der FDP, die es nicht weiterbringt. Ja, das bringt uns nicht. Wo eben eigentlich auch übersieht, dass es ein Rentensystem wirklich einen Kompromiss muss geben, auch mit der linken Seite. Das wird jetzt auch immer wieder propagiert. Es braucht einen Kompromiss von den Sozialpartnern, weil die Sozialpartner, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer auch die Hälfte zahlen. Gut, also dann bleibt also schon eine Frage bleibt, und zwar, wenn man uns anschaut, die Schweiz anschaut, wir haben eine hohe Lebenserwartung, wir haben ein tiefes Rentenalter. Jetzt macht man eine Reform, die nachhaltig sein soll, wenigstens mittelfristig. Wieso koppelt man dann zum Beispiel so ein Rentensystem nicht an die Lebenserwartung, wie das andere Länder in Europa, wie Holland, wie Dänemark, wie England schon lange eingeführt haben? Wieso machen wir das jetzt mit dieser Reform nicht auch? Es hat kein anderes Land die direkte Demokratie, wo man für jeden Reformschritt muss die Zustimmung von der Bevölkerung einholen muss. Also könnte ich daraus heraus, das würde gar nie durchkommen? Doch. Also ich denke, aber wenn die Bevölkerung jetzt beispielsweise einen Umwandlungssatz von 6,8 auf 6,4% abgelehnt hat, dann können wir jetzt nicht einfach sagen, jetzt tut man das entpolitisieren. Sondern jetzt müssten wir den Schritt machen, dass wir eine Zustimmung bekommen von der Bevölkerung, den Umwandlungssatz zu senken. Darum haben wir alles kompensiert. Und dann ist das ein Teil von einem nächsten Reformschritt, wo wir eine Motion überwiesen haben. Verschiedene Motionen gibt es in dem Bereich, wo man überwiesen hat, dass im nächsten Reformschritt schaut man, dass man eben so versicherungsmathematische Grössen eben nicht mehr demokratisiert und dass man auch Lösungen findet für eine Anpassung vom Rentenalter. Also zweimal ja. Ist Ihre auf jeden Fall zweimal. Ja. Jetzt, Frau Sauter, zum Schluss. Was passiert, wenn die Reform scheitert? Also, wir setzen uns ein dafür, dass die Reform, die eben keine Reform ist, abgelehnt wird. Darum sagen wir zweimal Nein. Es braucht eine Reform, da sind wir uns einig. Und was man muss machen ist, man muss nachher hingehen und die ganze Mammutvorlage, und das ist es nämlich jetzt, auseinandernehmen. Und zwar in kleine, verdaubare Pakete aufteilen. Ein kleines Paket für die AHV, eins für die Zweizüge, das Pensionskassensystem und ein drittes, wo man die ganzen technischen Fragen löst. Und ich habe es gesagt und ich stelle da auch fest, in den Diskussionen, die ich jetzt habe, auf Podien und so, bei der AHV gibt es Punkte, die sind wirklich unbestritten. Das ist die Anpassung vom Rentenalter von Mann und Frau, die Flexibilisierung vom Rentenalter und eine leichte Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und das kann man relativ schnell durchbringen und das braucht es jetzt. Am 24. September wissen wir mehr. Frau Sauter, Frau Humbel, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Der bestmögliche Kompromiss oder eine ungerechte
Umverteilung. Die Altersreform 2020 auf dem Prüfstand. Pro und Contra im Hinblick auf die eidgenössische Abstimmung vom 24. September diskutiert haben die beiden Nationalrätinnen Ruth Humbel, CVP und Regine Sauter, FDP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Weiter geht es jetzt mit Meldungen aus der Region im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch